Euro 2024. Österreich schlägt Niederlande und wird Gruppensieger. Irreguläre Migration. Serbien unterzeichnet Abkommen mit Frontex. Gruppensieger skandierten die österreichischen Fans in der warmen Abendsonne, als sie aus dem Berliner Olympiastadion strömten. Österreich erzielte mit einem 3:2 den Sieg über die Niederlande in der Gruppe D. Die Niederlande schafften zweimal den Ausgleich, Marcel Sabitzer landete aber kurz vor dem Schluss den Siegtreffer und brachte Österreich damit ins Achtelfinale. Die Niederlande wurden nur Gruppendritte. Kylian Mbappé, der eine Maske trug, um seine gebrochene Nase zu schützen, feierte sein Comeback bei der Europameisterschaft mit einem Tor gegen Polen. Für einen Sieg reichte es allerdings nicht. Zwischen Frankreich und Polen kam es nur zu einem enttäuschenden 1:1 Unentschieden. Frankreich hat den Gruppensieg verpasst und geht nach Österreich als Zweiter in das Achtelfinale. Die Kritik an Englands Leistungen in Deutschland war heftig. Ein 1:0-Sieg gegen Serbien war der einzige Sieg der Mannschaft in der Gruppe C. Es folgten ein 1:1 Unentschieden gegen Dänemark und nun das, ein 0:0 Unentschieden gegen Slowenien. Die Fans im Kölner Stadion johlten lautstark und warfen mit Bierflaschen um sich. England zieht trotzdem als Gruppenerster ins Achtelfinale ein. Slowenien kommt als Gruppendritter ebenfalls in die nächste Runde. Zwischen Dänemark kam es gegen Serbien zu einem 0:0 Unentschieden. Als Gruppenzweiter ist Dänemark am Samstag der deutsche Achtelfinalgegner. Ursula von der Leyen soll EU-Kommissionspräsidentin bleiben. Außerdem hat der ehemalige portugiesische Ministerpräsident António Costa gute Chancen darauf, Präsident des Europäischen Rates zu werden. Und die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas wurde für den Posten der EU-Außenbeauftragten nominiert. Darauf haben sich 6 führende EU-Staats- und Regierungschefs aus den 3 größten europäischen Parteien geeinigt. Trotz der gemeldeten Einigung wird die Entscheidung erst auf dem Gipfeltreffen der 27 Staats- und Regierungschefs Ende dieser Woche offiziell bekannt gegeben. Von der Leyen und Kallas müssen sich im Falle ihrer Ernennung noch einer Anhörung im Europäischen Parlament unterziehen, während Costa direkt von den Staats- und Regierungschefs gewählt wird. Julian Assange hat einen Zwischenstopp in Bangkok eingelegt. Der WikiLeaks-Gründer hat einen Deal mit dem US-Justizministerium geschlossen. Er kommt im Gegenzug für ein Schuldbekenntnis frei. Der Deal muss offenbar noch von einem US-Bundesgericht abgesegnet werden. Seine Frau, Stella Assange, zeigte sich zuversichtlich. This period of our lives, I'm confident now, has come to an end. And I think that by this time next week, Julian will be free. 2006 gründete Assange die Webseite WikiLeaks und begann mit der Veröffentlichung sensibler und geheimer Dokumente. 4 Jahre später erlangte er Berühmtheit, weil er eine 500.000 geleakte Dateien über die US-Kriege im Irak und in Afghanistan veröffentlicht hatte. Assange muss sich offenbar der unrechtmäßigen Beschaffung und Verbreitung geheimer Informationen zur nationalen Verteidigung schuldig bekennen. Dann darf er zurück in seine Heimat Australien. Der australische Ministerpräsident Anthony Albanese zeigte sich skeptisch. Ich danke Frau Keyong für ihre Frage und für ihr ongoing Interesse. Die Regierung ist sicherlich aware, dass der australische Citizen, Mr. Julian Assange, has legal proceedings scheduled in the United States. While this is a welcome development, we recognise that these proceedings are crucial and they're delicate. There is nothing to be gained by his continued incarceration and we want him brought home to Australia. Nachdem er jahrelang in der ecuadorianischen Botschaft in London Schutz gesucht hatte, wurde Assange der Asylstatus entzogen und er wurde von der britischen Polizei inhaftiert. 2019 erhob Washington in 18 Fällen Anklage gegen ihn.
2,5 Jahre nach der umfassenden Invasion ihres Landes durch Russland hat die Ukraine offizielle Beitrittsverhandlungen aufgenommen, um Mitglied der Europäischen Union zu werden. Die Gespräche beginnen 11 Jahre nach der Weigerung des pro-russischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, ein ausgehandeltes Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterzeichnen, was zur Revolution des Euromaidan führte. Kurz darauf annektierte Russland die Halbinsel Krim und griff den Osten des Landes an. Die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Olga Stefanischina sagt, die Ukraine werde die Reformen für den Beitritt so schnell wie möglich umsetzen. Die Ukraine will be a member of European Union and we will be able to complete everything before 2030. Der EU-Beitrittsprozess ist langwierig und trotz der Bemühungen der Teams aus der Ukraine und der Republik Moldau, die ebenfalls mit den Verhandlungen beginnt, gibt es noch viele potenzielle Hindernisse. Die EU-Mitgliedstaaten haben die vollständige Kontrolle über den Prozess und jeder muss jeden Fortschritt absegnen. Beobachter vermuten, dass Ungarn versuchen könnte, Kiews Fortschritte zu blockieren. Budapest hat sich in jüngster Zeit häufig geweigert, Maßnahmen zur Förderung der Ukraine zu unterstützen. Außerdem haben selbst die stärksten Verbündeten des Landes Beschränkungen für ukrainische Importe in den Binnenmarkt gefordert. If you look at the Ukrainian grain dispute, here we saw the most important allies of Ukraine within the EU, including Poland and Czechia, actually objecting to something that could have helped Ukraine and was helping Ukraine enormously. Now, to me, that is entirely against the spirit of the enlargement process. And I think it begs the question about whether the member states are really serious and whether or not there's this big gap between the rhetorical enlargement and the substantive one. Heute wird der Beginn der Beitrittsgespräche jedoch als ein Moment des Sieges für die Ukraine inmitten des anhaltenden Kampfes für Freiheit und Unabhängigkeit gefeiert. Der Internationale Strafgerichtshof hat zwei Haftbefehle gegen Sergei Shoigu und Valeri Gerasimov erlassen. Ihnen wird vorgeworfen, zwischen dem 10. Oktober 2022 und dem 9. März 2023 internationale Verbrechen bei Russlands Krieg gegen die Ukraine begangen zu haben. Der ehemalige russische Verteidigungsminister Shoigu und Gerasimov, Chef des Generalstabs der russischen Streitkräfte, sollen für Kriegsverbrechen verantwortlich sein, darunter Angriffe auf zivile Objekte und exzessive Schäden an Zivilisten. Zudem werden ihnen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Die Haftbefehle basieren auf Anträgen der Staatsanwaltschaft und betreffen vor allem Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur. Die Kammer fand hinreichend Gründe zu glauben, dass diese Angriffe auf zivile Ziele gerichtet waren und erheblichen Schaden verursachten. Im März 2023 erließ der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die Kinderrechtskommissarin Maria Lvova-Belova. Serbien hat ein Abkommen über die Zusammenarbeit mit der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex unterzeichnet. Sie einigten sich darauf, Grenzschutzbeamte an allen Grenzen des Landes aufzustellen und nicht nur an den Grenzen zu den EU-Mitgliedstaaten. So sollen illegale Migration und grenzüberschreitende Kriminalität besser kontrolliert werden. Ovo je drugi sporazum ove vrste koji potpisujemo sa Frontexom i zahvaljujući njemu policijske snage Frontexa bit će raspoređene ne samo na državne granice sa Bugarskom i Mađarskom u okviru operacije Srbija kopno, već i na državne granice Srbije sa trećim zemljama. Ovo će značajno doprineti našoj zajedničkoj borbi protiv prekograničnog kriminala i irregularnih migracija. Im Dezember 2022 legte die Kommission einen EU-Aktionsplan für die westlichen Balkanstaaten vor. Frontex setzt derzeit fast 500 Beamte in den westlichen Balkanstaaten ein. Die EU-Kommissarin für Inneres, Ylva Johansson, sagte, dass Serbien ein wichtiger Partner für die EU bei der Steuerung der Migration sei. Die Neuwahlen in Frankreich beschäftigen nicht nur die Franzosen. Auch auf der anderen Seite des Rheins machen sich die Menschen Gedanken darüber, wie das Votum das deutsch-französische Verhältnis und die EU-Politik beeinflussen könnte. Professor Dr. Miriam Hartlapp erklärt, was ein Sieg der rechtspopulistischen Rassemblement National für Auswirkungen haben könnte.
Gleichzeitig heißt es auch für die Politikgestaltung in Brüssel natürlich, dass sich das verändert, weil dann im Ministerrat Mitglieder dieser rechtspopulistischen Partei sitzen könnten und damit auch für Länder wie Deutschland oder die anderen europäischen Länder eine ganz andere Situation entsteht. Das ist ja nicht ein ganz kleines Mitgliedsland, sondern ein großes, wichtiges Mitgliedsland. Und wir können erwarten, dass europäische Klimapolitik, Fragen von Asyl- und Migrationspolitik, Gleichstellungspolitik auf europäischer Ebene dann anders aussehen. Aber was denken die Berlinerinnen und Berliner über die Wahlen in Frankreich? For me, I identify as a European. So to me, I do not want any right-wing populists to win any elections. So if he has a majority right now, I would have just kept it. So to me, it affects me negatively because I do like Germany and France working together. And anything that is stopping that process of the European integrity, I look at negatively. Ich glaube, es ist eine schwierige Wahl, weil es ist eine riskante Wahl. Also ich weiß aber, dass Macron weiterhin 2 Jahre noch Präsident bleibt. Von daher finde ich das wiederum auch beruhigend. Aber trotzdem wird die Rechte weiterhin sehr stark werden, denke ich. Ich kann mir vorstellen, dass die politische Freundschaft sehr stark gestört sein wird dadurch. Ich meine, obwohl deutsche Politik meistens dann doch ziemliche Realpolitik ist. Das heißt, wenn man zusammenarbeiten muss, muss man zusammenarbeiten. Aber ich glaube, dass die tiefere deutsch-französische Freundschaft dadurch nicht gestört. Mehr Konfrontationen und weniger Bildungskooperation. Darauf müsste sich Deutschland im Falle eines Sieges des Rassemblement National einstellen, so Experten.